So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part des FIFA 12 Let's Plays mit mir, Monsieur Le Beng. Und ich melde mich zurück nach, ja, was heißt zurück? Eigentlich ist es wirklich so, dass ich jetzt nur kurz ein bisschen Pause mache, weil ich an meiner Facharbeit gerade schreibe. Ich habe heute, also den Montag, noch Zeit, inklusive morgen. Und dann muss das Ding auch schon am Mittwoch abgegeben werden. Und zusätzlich schreibe ich noch am Mittwoch meine Bio-Klausur. Und morgen, also Dienstag, schreibe ich noch Französisch. Wobei ich für Französisch sowieso nicht lernen werde, weil Französisch, ich, ja, das bringt nichts. Lernen bringt gar nichts mit Französisch. Also bei mir. Aber wir sind jedenfalls zurück. Ihr habt es gesehen, wir haben ein neues Team gehabt. Ein kroatisches Team. Wirklich, wirklich richtig gut, von einem treuen Abonnenten meinerseits, hoffe ich mal, Croatia Styler noch was. Der wollte auch verlinkt werden und so weiter. Schöne Grüße an dich. Vielen, vielen Dank für zu ihm. Ist jetzt nichts Besonderes gewesen, aber wenn mich ein Abonnent so lieb drum fragt, wieso nicht, ne? Heißt also, Kroatien-Team mit Mandzukic, mit Olic, mit Perisic, mit Rakitic, mit den ganzen Spielern. Ja. Ist jetzt nicht wirklich so ein krasses Team, aber ich habe eben schon damit gespielt, habe damit 4-2 gewonnen, war echt gut. Also haben zwar nur ein 4-Sterne-Skiller mit Krantcha von Tottenham. Oder spielt er noch bei Tottenham? Krantcha, ja, ne? Und ja, das war's auch schon. Abgesehen davon ist dieses Team eigentlich ziemlich gechillt. Es macht wirklich Spaß, damit zu spielen, also ich habe da kein Problem mit. Und ja. Thema des Abonnenten, ich werde am Mittwoch nochmal jemanden anschreiben. Und zwar geht es wieder um Marvin. Der hat mir schon lange Zeit ein Team versprochen gehabt. Und ja, der hat mir schon mal ein Team geschickt. Ja, aber der war so enttäuscht darüber, hat so gesagt, ja, Alter, ohne Scheiß. Das war ja voll das Billo-Team, was. Rote Karte! Ah! Da hat er gesagt, ja, das war doch voll das Billo-Team, was ich dir gegeben habe. Und ich möchte das aber gut machen, dir ein bisschen Besseres geben. Und ich möchte natürlich nicht, dass er irgendwie jetzt anfängt zu weinen oder so, weil ich sage, nein, nein, nein. Oh Mann, ich hasse es, egal. Oh, hätte ja was werden können. Und dementsprechend werde ich den versuchen, also Marvin, ich werde dich höchstwahrscheinlich am Mittwochabend anschreiben und dir dann sagen, was du zu tun hast und so weiter für das Team, ne? Also kannst du dich schon mal darauf einstellen. Das ist richtig geil. Und alle anderen, wenn ihr mir ein Team schicken wollt, ja, schreibt mir am besten eine PN auf YouTube. Mit dem Thema, was weiß ich, Team XY für dich. Und dann werde ich euch sagen, was ihr zu tun habt und so weiter und so fort. Also es wird richtig gut. Pass mal auf. Ich bin immer gespannt. Am besten nicht so Standard-Teams. Ja, ihr könnt auch. Es muss jetzt nicht wirklich teuer sein. Hauptsache es steckt wirklich so Kreativität drin, so die Idee dahinter, so Fun dahinter. Ich meine, dieser Croatia-Styler, der wollte, dass ich mit dem Team spiele, wahrscheinlich auch. Weil er selber Kroat ist. Croatia Styler, kroatisches Team, hallo. Ja, klar, ne? Und den Wunsch werde ich ihm dann natürlich erfüllen. Ist ja kein Problem. Ich meine, für meine Abonnenten tue ich fast alles. Ja, ich tue jetzt vieles für euch, aber ich werde zum Beispiel jetzt irgendwie keinen Livestream hinlegen oder so. Das will ich vielleicht nur bei einer Person machen, aber das war's. Und ja, vor allem nicht in der ganzen Öffentlichkeit. Aber Ärger. Ihr seht's also. Die Übersteiger sind richtig geil. Übersteiger damit können. Ah, ja, Lükrimi. 90 Pace, ich glaube, das ist jetzt ein Tor. Geil, Alter, richtig geil. Also ich bin jetzt ein Mann mehr und ich habe heute wieder eine tolle Frage der Episode. Ich finde es so richtig geil. Also, dass sie mir so unter die Arme greift mittlerweile, das finde ich super. Meine Chancenwertung ist aber irgendwie unter aller Sau heute. Das finde ich aber super, dass sie mir so unter die Arme greift mittlerweile. Ich sage, ich wünsche mir etwas von euch. So viele machen das dann, das finde ich super. Letztens zum Beispiel, ich habe diesen Gregory Vanderwiel hat mir ein guter Abonnent dann auch noch geschenkt, ja, in Form 81er Rechtsverteidiger Holländer. Vielen, vielen Dank an dich nochmal. Wie ich so Quantum noch was kann das sein? Oder Quentchenschnitte kann das sein? Quentchenschnitte. Aber vielen, vielen Dank nochmal hier persönlich an dich. Das war richtig Choc Güzel. Das war gerade mein Innenverteidiger, deswegen wollte ich keinen Finesse-Shot probieren. Und viele haben mir auch noch geschrieben, was ich als Frage der Episode nehmen könnte. Und ich habe mich für ein interessantes Thema diesmal entschieden. Kam als PN von einem längeren Langzeitabonnenten, würde ich mal sagen, oder? Theo Praction, aka Daniel. Ja, ne, ich bin schon länger mein Abonnent, glaube ich, ne, kann das sein. Hat mich auf ein echt cooles Thema angesprochen.
Was ich auch sehr, sehr wichtig finde im Fußball. Was sehr, sehr oft leider unterkommt. Und zwar geht es um zwei Wörter. Fair Play. Ja, ich kann euch viele Sachen nennen, warum mir Fair Play so wichtig ist. Weil Fair Play wird in der Türkei zum Beispiel ganz und gar nicht groß geschrieben. Nice. Also, wird in der Türkei nicht groß geschrieben. Finde ich sehr schade. Das nimmt auch irgendwie viel Spaß. Wisst ihr, manchmal ist es richtig lustig. So als neutraler Zuschauer sowas zu sehen, ist lustig, ja. Wenn man sieht, wie erwachsene Männer wie von der Tarantel gestochen auf sich losrennen, sich anschreien, anderen ist ich kenne ihn, ich fick keine Mutter. Hojam, was soll das? Geben Sie ihm doch die gelbe Karte, Sie Wichser. Und sowas und so weiter, ja. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ist zwar manchmal lustig, aber größtenteils, oder nach einer Zeit fuckt das einen ab. Gab zum Beispiel viele Spieler, die, Emre Belözoğlu. Ehemaliger Fenerbahçe-Spieler, der jetzt nächste Saison bei Atletico Madrid spielen wird. Das war mir staunen, dass jemand überhaupt noch Interesse an so einer Flasche hat. Egal. Und der war zum Beispiel jemand, Fairplay, interessiert den nicht. Der hat gekämpft. Hat seinen Standpunkt immer vertreten, hat Leuten gedroht und beleidigt und hat sich aufgeregt, hat geschlagen. Was weiß ich. Und die Schiris, die haben ihn immer machen lassen. Die haben ihn nie Grenzen gesetzt. Ich weiß auch nicht wieso. Hatte ich wirklich... nicht korrekt und das hat nichts mit Fairplay zu tun gehabt, das war einfach nur ja Rumgehure, sag ich mal, ne, von dem guten alten Emre. Und ansonsten Fairplay, ihr wisst, Fairplay, da fällt mir mal Drogba ein. Drogba ist wirklich ein Weltklasse-Spieler, kein Ding, aber manchmal mit der so Aktion, da denke ich mir so, ist lustig, wirklich ist lustig anzuschauen, aber es ist einfach, das hat nichts mit Fairplay zu tun. Kennt ihr diese Szene da? Was war das? Neapel gegen Chelsea, glaube ich. Da liegt ja Neapel viel, ganz klar, spielerisch viel besser. In der Verlängerung ging denen dann die Puste aus, aber Drogba, der hat dann immer einen auf sterbender Schwan getan, hat sich da hingelegt und Schiri. Und irgendwann hat die Kamera den dann so einen richtig geilen Moment abgefangen. Und zwar lag er da am Boden, hat sein Gesicht gehalten. Und hat dann, als er am Boden lag, kurz hochgeguckt zum Schiri, hat gesehen, dass er zukam und hat sich wieder zugedrückt, ja? Und ich denke mir nur so, Alter, Drogba, du bist so ein Weltklasse-Spieler, du hast so krasse fußballerische Qualitäten, ja? Und dass du so etwas nötig hast, muss doch nicht sein, ja? Also, ist ja lustig und so, aber natürlich auch nichts mit Fairplay zu tun. Zeitspiel zum Beispiel. Zeitspiel geht mir voll auf den Sack. Das ist doch, egal ob in FIFA, egal ob im echten Leben, Zeitspiel ist doch einfach scheiße. Wir müssen sicher gehen, wir dürfen kein Tor kassieren. Abfuck. Oder Abfuck. Brutal, mega Abfuck. Das, ja. Das nervt mich zum Beispiel ungemein, sowas. Zeitspiel, Alter. Wir spielen jetzt schön defensiv. 10 Mann hinten. Wir dürfen jetzt kein Tor kassieren für die restlichen 85 Minuten. Bitter, sowas. Und ich als Verfechter des tollen, schönen, ansehnlichen Fußballs, ja, der leidet dann natürlich unter so etwas. Sehr schade, wie ich finde. Sehr schade, Fair Play. Dann gibt es noch diese ganzen, kennt ihr diese Geschichten? Ich kann euch zum Beispiel einen Vorfall in der Türkei nennen. Das war so ein Jugendspiel von Galatasaray. Damals hat noch James Sultan. Was war das denn? Egal. James Sultan. Ein Spieler aus der Galatasaray-Jugend, der wirklich hochgelobt worden ist, aber wie viele Talente in der Türkei auch wieder untergetaucht ist. Der hat dann in dem Jugendspiel, glaube ich, ein Tor geschossen. Und ja, die gegnerische Mannschaft hat lautstark auf Abseits reklamiert. Schiri, Abseits. Aber Schiri hat das Tor gegeben. Und dann hat James Sultan gesagt, Schiri, das war kein Tor. Sie würden das doch nicht geben. Und dann hat der Schiri das doch auch nicht gegeben. Das ist Fairplay. Und dafür hat er auch einen Preis bekommen. Ihr könnt ruhig mal auf Transfermarkt gucken, glaube ich. Einfach mal Sultan eingeben. Dann kommt, müsste James Sultan kommen. Das steht da, glaube ich, auch in seinem Profil drin, oder? Ich weiß gar nicht. Müsste da drin stehen, glaube ich. Und das ist doch mal eine tolle Aktion. Oder war das James Sultan oder war es der andere? Ne, ich glaube... Ne, das war ein anderer. Wenn ich ihn finde, dann werde ich ihn noch in die Beschreibung reintun. Das war ein anderer. Aber auch wieder so ein Talent, was dann fallen lassen worden ist. Aber das war klasse, das war echt klasse. Solche Aktionen sind richtig schön. So, Schiri, das war echt abseits. Und ich weiß nicht, ich habe diese Situation nicht gesehen.
wenn es wirklich abseits war, dann Hut ab. Sowas ist echt respektabel. Sowas ist echt super. So gehört es sich auch, wie ich finde. Er ist zu langsam, der Kranjčar. Oh, oh, oh. Ja, aus so einem Winkel ist es natürlich ein bisschen schwer, Tore zu schießen. Was soll das denn? Naja. Da gibt es natürlich noch ein anderes, ganz legendäres Beispiel. Maradona, die Hand Gottes. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ha, das war episch. Das ging in die Geschichte ein. Ging es ja auch. Aber hat das was mit Fairplay zu tun? Dass man danach noch so stolz auf sich sein kann. Nach so einer Aktion. Die Hand Gottes. Spricht man natürlich mal wieder in hohen Tönen natürlich von sich selber. Vom Weg, dass man von Gott gesandt worden ist. Und sowas halt. Aber naja. Hat irgendwie nichts mit Fairplay zu tun. Ich, wie gesagt, ich bin jemand. Für mich ist Fairplay im Fußball sehr wichtig. Wenn ich hier in der deutschen Liga gucke. Schiri ist sehr neutral. Schiri ist immer neutral, immer schön neutral. Gefällt mir richtig gut. Und da wird kaum reklamiert. Da wird ein bisschen was reklamiert zwischendurch. Und das war's auch schon. Aber in der Türkei, boah, ey, das fuckt mich so übelst ab. Jede kleine Entscheidung. Roger weiß so viel wie. Das ist so eine Anrede. So eine respektvolle Anrede. So nennt man, kann man zum Beispiel seine Lehrer nennen. Das kann man seinen Trainer nennen und so weiter und so fort. Hojang, ja. Oder so nennt man auch den Imam. In der Moschee. Ich wollte gerade nicht. Oh mein Gott. Ja. Jedenfalls finde ich sowas echt scheiße. Sowas ist echt Bullshit, ja. Wirklich jede Kleinigkeit. Jede Kleinigkeit. Egal welche Feigen, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş, besonders die Großen machen das gerne. Die gehen dann zum Schiri. Manchmal werden die auch beleidigend. In den meisten Fällen werden die dann nicht irgendwie vom Schiri bestraft. Der drückt dann Auge zu. Manchmal kriegt der Spieler dann auch eine rote Karte, weil er irgendwie gesagt hat, ja, weil der Spieler dann irgendwie dem Schiri seine Mutter. Die Mutter des Schiris beleidigt hat oder irgendwie sowas in der Art, ja. Also das ist schon ziemlich, ja, lausig, ziemlich armselig. Und wie gesagt, ich habe ihn ja schon am Anfang der Episode angesprochen. Emre Belözoğlu, der Typ war sowas von unsympathisch. Hat Spielern gedroht, beleidigt, rumgetobt, zwischendurch auch mal geschlagen natürlich, muss sein. Bitter sowas. Echt bitter. Und ich finde einfach, Fairplay gehört zum Fußball dazu. Manchmal findet natürlich auch so etwas wie Rassismus noch statt im Fußball. Ja, Suarez und Patrice Eva. Bestes Beispiel ja letztens, oder? Und das gehört sich einfach. Das gehört sich echt nicht. Sowas darf nicht auf dem Platz ausgetragen werden. Oder auf dem Platz kommen. So, Mene, Jeremy Mene. Gehen so. Ah, was ein Schaf, wirklich. In so einer Situation würde ich einfach mal Coronis zeigen und versuchen, schon hinten, weit hinten abzuziehen. Aber nicht so wie der ins Tor laufen, ey. Wollte den Ball noch tragen? Wenn er ist klasse. Wenn er jetzt 5 Sterne skillt, natürlich, bam, schieben sie überstecken. Der ist aber auch echt am Contain. Gut, dass er eine rote Karte bekommen hat. Da tun sich wenigstens halbwegs ein paar Lücken auf. Ansonsten kann ich jetzt da noch ein bisschen so über die Testspiele letztens reden. Türkei gegen Portugal werde ich irgendwie oft in. Boah, schöne Gritsche. Türkei gegen Portugal haben ja am Samstag gespielt. Ich werde da irgendwie oft in Bloody Platin oder unter Bloody Platin Parts. Unglaublich. Unter Bloody Platin Parts gefragt, was ich davon halte und so weiter. Ich hatte das Spiel nicht gesehen, ich war beschäftigt. Hatte Schöneres zu tun, sag ich mal. Aber als ich nach Hause kam und das dann gesehen habe, da war ich erst mal 3-1. Türkei hat 3-1 gewonnen in Portugal gegen deutschen Gruppengegner. Und ich habe natürlich auch meinen Vater gefragt, ey Baba, wie sieht's aus? War das verdient? Mein Vater so, nee, haben Glück gehabt und so. Habe mir dann die Highlights angeguckt, war auch so. Aber trotzdem, 3-1 gegen Portugal. Ich hab mir auch sagen lassen, in der Defensive standen die eigentlich mehr oder weniger solide, bis auf ein paar einzelne Fehler zwischendurch. Aber freut mich. Deutschland gegen Israel dann noch.
War kein, gar kein schönes Spiel. Aber was erwartet man, wenn sich der Gegner hinten reinstellt? Das war ja wie bei Chelsea. Chelsea in schlecht. Wie der Kommentator, glaube ich, da einmal gesagt hat, ne? Chelsea in schlecht, hat er ja gesagt. Eieiei. War lustig. So, schöner Seitenwechsel, Kranjčar. Och, Junge, nimm den. Guck mal, du hast alle Zeit der Welt. Du kannst ihn. Ich hätte ihn auch annehmen können, aber ich wollte direkt schießen. Schade. So, und das Spiel will ich jetzt gewinnen. Der Stefan Rufier im Tor. Vom Saint-Étienne, ne? Ja, ja. Abseits. Ich verstehe es nicht. Spielen die eigentlich wirklich auf Abseitsfalle, also mit hoch-hoch? Oder macht er das automatisch? Weil das ist voll schwer zu timen, wenn man das mit dem Steuerkreuz einstellt. So. Und dieses Spiel will ich jetzt gewinnen, weil ich glaube nicht, dass er mit einem Mann weniger in die Verlängerung geht. Ah, puh, boah, ich hab den in die Eier geschossen. Habt ihr gesehen, ich hab den in die Eier geschossen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, spult zurück. Spult zurück. Ich hab den aber in die Eier geschossen. In seine Kochone. So, jetzt. Bam. Olic. Olic läuft, Olic. Ich habe auch so einen Kroaten bei mir in der Stufe. Den nennen wir auch immer Olic. Oder den habe ich Olic genannt, jetzt nennt den irgendwie jeder Olic. Finde ich auch geil. Oh, 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 der ist durch, der ist durch. Mandzukic. Oh mein Gott. Kein Elfer. Kein Elfer. Der meint das ernst. Das war kein... Ey, hallo? Das war doch ein Elfer. Oh mein Gott. Also wie gesagt, also Frage der Episode heißt so viel wie Fairplay. Eure Meinung zu Fairplay. Findet ihr, ist es wichtig Fairplay oder ist es eigentlich scheißegal, Hauptsache Sieg und so, bad. Wie sagt man das im Wrestling nochmal? Boah, was ist das? Der springt da eiskalt weg vom Ball. Oh, komm, letzter Angriff, komm, Perisic, Ivan Perisic. Beini, das wird ein... Oh. Hey, nein, jawohl! Hat den gesehen, ich hab den wunderschönen Beini gegeben mit Perisic, jawohl. 90 Minute, Gerechtigkeit siegt. Woo! Obwohl der Typ natürlich auch das bessere Team hatte. Wunderschöner Beini, wer war das, wer war das? Ich guck mir jetzt die Wiederholung nur wegen dem Beini an. War das ein Beini, ich weiß gar nicht. Ich habe es wegen dem Leck nicht gesehen, egal. Los Ganadores. Nix Ganadores. Los Ganadores heißt doch die Gewinner, oder? Weil Gagner heißt auf Französisch gewinnen und Ganadores. Ich kann kein Spanisch, aber trotzdem. Und das Spiel dürfen wir gewonnen haben. Cheer. 3-2 Sieg mit dem Hrvatska Team. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Croatia Styler. Findet ihr in der Beschreibung, auch wenn er jetzt nicht wirklich viel auf YouTube macht oder interessantes, wie ich finde, aber er wollt unbedingt da rein. Kannst ruhig rein, mein Freund. Und ihr seid auch gefragt. Ihr könnt mir natürlich Team schicken, wenn ihr wollt. Marvin, du kriegst dann am Mittwoch eine Mail von mir, Mittwochabend. Kannst schon mal darauf einstellen. Oh, was ist das denn? Ah ja, genau. Ansonsten Pack-Opening. Ja. Ich habe ein Pack-Opening aufgenommen. Rohmaterial. Den werde ich jetzt erstmal schnell verkaufen. Werde ich nicht los. Rohmaterial habe ich aufgenommen. Und, oh, sorry. Tut mir leid. Rohmaterial habe ich aufgenommen. Video kommt dann auch wahrscheinlich am Mittwochabend, wenn alles gut läuft, extra für euch. Und ja, also, Frage der Episode auch nicht vergessen. Frage der Episode, was war das nochmal? Ah ja, stimmt. Frage der Episode. Was ist, was haltet ihr vom Fairplay? Eure Meinung dazu, gehört dazu und so weiter und so fort. Fairplay einfach. Schön diskutieren, wenn es geht. Finde ich immer toll. Und ja, zu allerletzt, wie immer. Das ist so eine Liste, die ich immer abarbeiten muss am Ende des Parts. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kleiner Klick für euch mit einer großen, großen Wirkung für mich. Und bis dann. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Der Banger bangt. Andere.